Willkommen bei Bildner TV. Heute erwartet euch ein weiteres Video zum Thema kreative Ausmaltechniken. Bleibt dran, um Tricks für Fortgeschrittene kennenzulernen. Hallo, hier ist Ella und Caro. Ja, Caro, vielen Dank, dass ich heute nochmal bei dir sein darf. Ich freue mich sehr, meine Ausmalkenntnisse weiter auszubauen. Ja, schön. Ich freue mich auch, dass du wieder hier bist. Und ich würde dir heute gerne noch weitere Tipps und Tricks zeigen, was du noch alles aus deinen Ausmalvorlagen herausholen kannst. Hast du schon mal was von mehrfarbig kolorieren gehört? Nein, eher nicht. Meinst du sowas wie Muster? Ja, sowas in der Art. Es gibt heute die Möglichkeit, die Flächen, die du gestaltest, nicht nur mit einer Farbe, sondern mit mehreren Farben zu gestalten. Mhm. Wir schauen uns das am besten gleich mal an. Ja, sehr cool. Du kannst Muster aus den verschiedensten Formen und Farben erschaffen und damit spannende Bilder erhalten. Ah, diese Flasche sieht ja echt toll aus. Also, wie komme ich auf so schöne Muster? Es gibt viele Möglichkeiten, um Muster zu entwickeln. Du kannst geometrische Formen aneinanderreihen oder verschiedene Farbverläufe verwenden. Das siehst du hier sehr gut im Video. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Das muss ich definitiv mal ausprobieren. Das macht doch gleich viel mehr her, als die Flasche nur mit einer einzigen Farbe auszumalen, oder? Ja, und es macht bestimmt auch noch mehr Spaß. Wie ich sehe, kommen hier auch die Techniken zum dreidimensionalen Kolorieren zum Einsatz. Ja, richtig, gut aufgepasst. So erhältst du wunderschön gemusterte Gegenstände. Und weißt du, was deine Bilder noch besonderer machen würde? Du könntest zum Beispiel einfach mal die Stifte eingepackt lassen und mit was anderem malen, zum Beispiel mit Acrylfarbe oder sogar mit Lebensmitteln. Wirklich? Mit Lebensmitteln? Hört sich ein bisschen seltsam an. Ja, das stimmt, aber du sollst jetzt auch nicht Bratensoße verwenden, sondern wie wäre es zum Beispiel mit Blaubeersaft oder Tee? Das hört sich schon ein bisschen appetitlicher an. Ja, du kannst es gerne mal ausprobieren, so kannst du den Bildern auch noch mal ein bisschen eine eigene Note verpassen. Mhm. Du versuchst in die fertigen Vorlagen eigene Kunstwerke reinzubauen. Mhm. Ich kann dir das hier mal zeigen. Das sieht man hier sehr gut. Da wurden nachträglich die Berge eingezeichnet und die Bäume eingezeichnet. Und dann bekommt das Ganze deine eigene Note. Aber man muss also mal über den Bildrand hinüberschauen. Genau, und einfach das Ganze erweitern und persönlicher gestalten. Mhm. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, direkt eigene Motive in ein anderes Motiv reinzumachen. Jetzt wird es kompliziert. Ich glaube, da schauen wir uns noch mal ein Video an dazu. Ja, sehr gerne. Malbücher geben dir zwar Vorlagen vor, aber im Grunde kannst du dich nicht nur außerhalb dieser Motive, sondern auch innerhalb kreativ austoben. Im Video zum Beispiel entsteht hier gerade eine Landschaft in einem Eis am Stiel. Ach okay, es sieht auch so aus, als würde hier ein Wassertankpinsel verwendet werden. Ja, den kennst du schon, den Wassertankpinsel. Du kannst die Spitze des Pinsels in Aquarellfarbe tauchen und dann damit malen. Ja, das sieht cool aus. Ein Gesicht in einer Kugel Eis. Faszinierend. Wie gesagt, was die Motive angeht, bist du auf nichts festgelegt. Ja, wenn ich das sehe, bekomme ich echt Lust, das Ganze gleich selbst auszuprobieren. Und du wirst sehen, mit etwas Übung bist du schon bald in der Lage, ganze Miniaturwelten in einer einzigen Ausmalvorlage zu erschaffen. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf. Und ja, das tropfende Universum ist definitiv mein Favorit. Was so ein Wassertankpinsel nicht alles kann. Und jetzt habe ich noch einen weiteren Trick für dich. Stell dir vor, du sitzt im Zug, packst dein Malbuch aus und dann stellst du fest, du hast deine Stifte vergessen. Das wäre nicht so gut. Nein, und das Einzige, was du in deinem Rucksack findest, ist ein Kugelschreiber. Ja, ich denke mal, ein Kugelschreiber ist besser als nichts. Aber ich würde dann eher das Kreuzworträtsel rausholen, anstatt mein Malbuch. Ja, das denkst du. Aber was man mit einem Kugelschreiber alles aus seinen Malvorlagen rausholen kann, das zeige ich dir jetzt. Mhm. Hier siehst du, wie du mit einem Kugelschreiber Flächen und Strukturen gestalten kannst. Dazu legst du Schraffurebenen übereinander oder änderst den Druck auf den Stift.
Ah, so kann man die Helligkeit verändern. Ja, genau. Du kannst auch mit Punkten oder Strichen variieren und so Struktur schaffen. Wow, man kann also sogar Farbverläufe mit Kugelschreibern machen. Ja, richtig. Hier siehst du jetzt im Beispiel, wie das Ganze dann in einer Ausmalvorlage funktioniert. Das sieht richtig gut aus und das alles nur mit einem einzigen Kugelschreiber. Unglaublich, oder? Ja. Aber es funktioniert. So, liebe Ella, jetzt hast du heute wieder ziemlich viel gelernt bei mir und kannst daheim gleich mit dem Üben beginnen. Ja, es stimmt, obwohl ich das Ganze erstmal sacken lassen muss, denn ja, mir raucht ein bisschen der Kopf von den ganzen Tipps und Tricks. Ja, Rauch, apropos, da fällt mir ein, da hätte ich noch einen kleinen Bonus für dich. Mhm. Ich könnte noch zeigen, wie man so Effekte wie Rauch oder Feuer zeichnet. Ja, das hört sich doch gut an. Da schauen wir noch rein. Mhm. Wenn du Feuer malen willst, dann kolorierst du einfach das Objekt, das du brennen lassen willst, über die Linien hinweg. Wie hier im Video bei dem Kaktus. Am besten verwendest du Farben, die zur Temperatur oder zum brennenden Objekt passen. Heißt das also, dass ich in diesem Fall einen Verlauf von Gelb nach Rot mache? Ja, genau. Das empfiehlt sich bei normalen orangenen Flammen. Und wo etwas brennt, steigt natürlich auch Rauch auf. Um diesen zu zeichnen, schraffierst du einfach leicht mit einem dunklen Stift über die Stellen, an denen der Rauch entlangzieht. Wow, das sieht ja voll echt aus. Ja, Rauch kann aber auch in Form von Wolken zum Beispiel dargestellt werden. Dazu malst du Farbverläufe von Grau nach Weiß in so halbkreisartigen Formen. Ah, okay. Also zuerst mit einem grauen Stift und dann mit einem dunkleren. Genau. Und schon weißt du jetzt auch, wie man Feuer und Rauch macht. Ich habe ja auf dem Ausmalbild auch noch Regen und Schnee gesehen. Kannst du mir erklären, wie ich das ausmale, ohne dass es unrealistisch wirkt? Ja, sehr gerne. Also Regen stellt man am besten mit langgezogenen Strichen dar, in einem dunklen Blau. Und im Hintergrund koloriert man das Ganze dann mit einem hellen Blau, auch mit so Strichen. Ich zeige dir das, dann kannst du dir das besser vorstellen. Hier sieht man das sehr gut. Erst die dunklen, langen Striche und im Hintergrund einfach mit einer helleren Farbe. Dann kriegst du einen super echten Effekt. Mhm. Und um Eis richtig darzustellen, habe ich auch noch ein Bild. Sieht man hier bei den Bergen sehr schön. Einfach mit einem hellen Blau die Ränder ein bisschen schraffieren. Dann sieht das richtig echt aus. Ja, das hat einen sehr, sehr frostigen Effekt und sieht fast aus wie ein Gletscher. Genau. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ganz viel Spaß beim Üben und bei allen Tipps und Tricks ausprobieren, die ihr gelernt habt in den letzten 3 Folgen. Ja, und was ich noch dazu sagen muss, das Buch, das du gerade in den Händen hattest, hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, um meine Ausmalkenntnisse zu erweitern. Ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Oder unter bildnerverlag.de und da findet ihr auch noch viele weitere Malbücher mit tollen Vorlagen zum Üben und Ausmalen. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Ja, bis bald bei Bildner TV. Ciao. Tschüss.